Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal, der einige Themen hat. Und wie ihr gelesen habt, geht es hier um erstens mein Abonnentenzuwachs, möchte ich es mal nennen, den ich noch nicht ganz nachvollziehen kann. Zweitens geht es darum, was kommt im Dezember. Ein bisschen verspätet, ich war letztes Wochenende unterwegs, dazu erzähle ich euch aber auch noch ein bisschen was. Und ja, ich fange mal an. Was seht ihr im Hintergrund? Ein kleines Gameplay von mir spielt in Skill Special Force 2. Ich war, wie ihr seht, im Desert Camp unterwegs und habe mal wieder die AK-103 ausgepackt. Das Ganze lief auch relativ gut, kann ich mich nicht beschweren. Ich weiß nicht ganz, ob das reichen wird von der Länge her, denn das ist nur knapp 8 Minuten lang und ich habe doch einige Themen, die ich hier besprechen möchte. Aus diesem Grund lasst uns mal direkt anfangen. Und erst einmal 1000 Abonnenten, eigentlich weit über 1000 Abonnenten habe ich mittlerweile. Und jetzt würde sich jeder andere YouTuber sagen, yeah, danke euch, ich finde das total klasse. Und erst einmal, natürlich finde ich das klasse. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, den ich habe. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und ich erkläre euch auch gerne, warum. Ich war letzte Woche, also wir haben jetzt Montagabend, wo ich dieses Video aufnehme. Und ich denke mal, ich werde es am Dienstag direkt hochladen, also werdet ihr es am Dienstag sehen. Ja, ich war dieses Wochenende nämlich von Donnerstagnachmittag bis gestern Abend überhaupt nicht am PC, beziehungsweise gar nicht im Haus. Ich bin nämlich nach Nürnberg mit meiner Freundin zum Christkindlmarkt gefahren. Und das ist von Hamburg aus ja mal eben um die Ecke. Ne, Auto einsteigen auf die A7 und mal eben 7 Stunden durchbrettern. Aber naja, ich war dort und während dieses Wochenenden ist einiges passiert hier auf dem Channel. Und einige meiner Abonnenten mögen gemerkt haben, dass ich nicht sofort geantwortet habe, wie es sonst eigentlich eher mein normaler Gang ist. Also ich antworte so schnell ich kann auf Kommentare. Und das ging aber leider nicht, weil ich unterwegs war mit meiner Freundin und da geht Privatleben vor. Auf jeden Fall, dieses Wochenende ist einiges passiert. Ich komme ja aus dem Performance-Marketing-Bereich und mache YouTube, weil es mir Spaß macht. Aber trotzdem, irgendwie kann man dieses Analytische nicht ganz weglassen. Und deswegen habe ich so eine kleine Liste für mich, in der ich einfach aufschreibe, okay, wie viele Abonnenten habe ich gerade, welche Videos liefen gut, welche nicht. Einfach für mich, um zu sehen, was mögt ihr und was mögt ihr nicht. Und dementsprechend mache ich auch eine kleine Liste, wie mein Abonnentenstand ist. Und ich hatte, als ich gegangen bin, so knapp 800 Abonnenten. Ja, der aufmerksame Zuschauer mag gemerkt haben, dass ich knapp über 1400 mittlerweile bin. Und das ist für mich so, ja, okay. Ey, super, ich freue mich, klar. Aber es ist einiges Auffälliges daran. Denn man hat ja einfach so ein Verhältnis von Views und Likes und Kommentaren zu den Abonnenten. Und dementsprechend ist es aber auch so, dass die meisten Abonnenten, die ich jetzt in letzter Zeit dazu gewonnen habe, weder kommentieren noch sonstiges irgendwas da lassen, sondern mich einfach nur abonniert haben. Und bei denjenigen, die ihre Abos nicht versteckt haben, da bekomme ich ja eine E-Mail, so YXZ hat dich abonniert. Und dann gucke ich mir auch immer, wer mich abonniert hat, um mich entweder bei denen zu bedanken kurz oder einfach zu sehen, okay, wer interessiert sich für meine Videos, für meinen Kanal. Ja, und bei ganz vielen ist mir aufgefallen, das sind einfach Leute, die einfach nur abonnieren und keine Kommentare schreiben, keine Likes. Man sieht bei denen auf dem Feed so gut wie nichts. Ich habe Leute aus Russland, aus Japan, wo ich mir denke, irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß jetzt nicht, was da genau los ist, aber aus dem Grund möchte ich euch erst einmal um Entschuldigung bitten, dass ich noch nicht feiere, irgendwie über 1000 Abonnenten zu sein. Zum Zweiten möchte ich diejenigen, falls sie dieses Video sehen und mich auch verstehen, ne, verstehen du Deutsch und so, auch darum bitten, schreibt mir mal, warum ihr mich abonniert habt. Und wenn ihr es nicht schreibt, dann deabonniert mich auch gerne. Denn ich habe lieber weniger Abonnenten, die das mögen, was ich tue und die auch ein bisschen Kommentare da lassen, als 1500 Abonnenten und die Hälfte davon ist irgendwie keine Ahnung woher. Also ich finde das sehr merkwürdig, habe mit einigen anderen YouTuber auch drüber gesprochen und gefragt, hey, habt ihr das auch irgendwie gemerkt, hat das vielleicht irgendwas mit der Google Plus Umstellung zu tun oder ähnliches, und die meisten sagten, nö, bei uns ist alles noch so weit im Rahmen. Bei mir ist es ja auch so ein gesunder Abonnentenzuwachs bis vor kurzem gewesen. Ich hatte immer so meine 10, 15 Abonnenten am Tag, was wirklich verdammt gut ist für meine Kanalgröße und was mich wirklich gefreut hat. Die haben sie mir meistens entweder private Nachrichten oder auch wirklich einfach ein paar Kommentare unter den Videos gelassen. Und darüber freue ich mich richtig. Also mir geht es darum, mit euch zu interagieren, mit euch zu zocken, mit euch zu schreiben, dass ihr mir eure Meinung lasst, dass ich euch zeige, was ihr sehen wollt. Ja, und das ist so eine Sache, das ist einfach merkwürdig gerade. Und ich hoffe, ihr versteht es. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare zu diesem Punkt. Denn es ist etwas, was mir am Herzen liegt und was ich einfach hier nennen wollte. Denn normal ist das nicht. Aber was ist heutzutage schon normal? Was YouTube und Google angeht, das ist ja sowieso eine Wissenschaft für sich. So, das soll aber genug Gelaber rum und Abonnenten und so weiter gewesen sein.
Es geht ja um euch, das wisst ihr ja, und dementsprechend möchte ich euch mal wieder ein bisschen erzählen, was habe ich diesen Monat noch so alles vor. Und ho, 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 es ist Weihnachten und nein, ich mache keinen Adventskalender oder sonst was, was viele der anderen YouTuber jetzt so machen, denn ich bin zwar bei einem Partnernetzwerk, beim TGN Deutschland, der ist aber noch ein bisschen im Aufbau. Das heißt, ich bekomme jetzt von denen direkt nichts, was ich euch verschenken könnte oder irgendwas, was ich euch Tolles geben oder zeigen könnte. Da habe ich mir gedacht, bevor ich hier anfange, irgendein Mist, ja, ich sag mal, zu verbreiten oder einfach nur auf Klickgeilheit hier Advent, Advent, ein Lichtlein brennt zu machen, mache ich es eben nicht. Ich werde wahrscheinlich zu Weihnachten hoffentlich irgendwas Schönes auf die Beine stellen können, aber ich habe dafür ein paar andere coole Sachen für euch. Wie gewohnt sitze ich an einigen Reviews und ich verspreche euch Path of Exile schon recht lange. Da werdet ihr auch im Dezember leider nichts von sehen, das werde ich nicht schaffen. Dafür will ich das einfach zu gut machen, beziehungsweise ist es mir zu wichtig, dieses Spiel wirklich darzustellen. Dafür habe ich aber eine Neuheit bei mir auf dem Kanal, auf die mich der Chris Maximus gebracht hat. Nämlich wird es voraussichtlich kommenden Samstag das erste Buy-to-Play-Review bei mir auf dem Kanal geben, nämlich Need for Speed Rivals. Das habe ich mir gekauft, das zocke ich recht intensiv und dazu mache ich gerade mein erstes Review um ein Spiel, was bezahlt wird und nicht um ein Free-to-Play-Game. Bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, bei vielen Reviews oder bei den letzten Reviews und Top 10s habe ich ja meine Facecam genutzt. Wie gehabt, es ist noch alles ein bisschen, in den Anfangsschuhen. Ich habe ja noch keine richtige Webcam oder keine hochauflösende Kamera, womit ich das Ganze aufnehmen kann. Bin am Schauen, wie das ankommt und werde es mir wahrscheinlich dann zu Weihnachten vielleicht wünschen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Und so werden aber die nächsten Reviews wahrscheinlich immer sein, dass ich am Anfang mit Facecam ein bisschen was mache und zum Fazit und zwischendurch das Ganze aber im großen Gameplay zeige. Denn ich glaube, das ist die beste Mischung und es bringt einfach meine kleine persönliche Note mit in das Video nochmal mit rein. Also, Need for Speed Rivals wird als Review kommen, aber natürlich bleibt es weiter beim Free-to-Play, hauptsächlich bei mir auf dem Kanal. Das heißt, ich habe auch ein Free-to-Play-Review in Arbeit, nämlich Blacklight Retribution. Also auf dieses Spiel bin ich durch einige Abonnenten von mir gekommen. Gefällt mir persönlich auf den ersten Blick sehr gut und daher mache ich auch ein richtiges Review drumherum. Dann habe ich auch noch in Arbeit meine Top 10 MOBAs. Ja, rund um Free-to-Play, es gibt mehr als nur League of Legends und Dota. Wer will das bloß wissen oder woher sollte man das wissen? Ja, es gibt richtig coole Dinger da draußen und die habe ich für euch in einer Top 10 mal wieder zusammengefasst. Gameplay ist gleich zu Ende. Ich hänge einfach mal noch irgendeinen richtig coolen Gameplay von mir hinten ran. Auch noch Skill 2. Ich denke mal mit der MP7 Mark 1. Aber weiter geht's. Ich muss ein bisschen zusehen. Das wird ja doch ein etwas längeres Video. Wir haben ein paar Sonntage mehr. Was habe ich noch an Reviews für euch parat? Ich habe mir, oder bin dabei, besser gesagt, mir gerade auch Fiesta anzuschauen. Fiesta ist ein Free-to-Play-MMO, schon ein Weilchen auf dem Markt, ich glaube knappe 5 Jahre. Ist nicht ganz meine Zielgruppe, oder beziehungsweise ich bin nicht ganz die Zielgruppe dieses Games, aber nichtsdestotrotz ist es für mich ein Blick wert und ich will euch das mal zeigen, denn vielleicht für die jüngeren Abonnenten da draußen könnte das auf jeden Fall eine recht gute Wahl sein. Mal schauen, was mein Review dann hergeben wird. Tja, das ist soweit zu Reviews. Und was gibt's noch? Natürlich Skill 2 Waffenreviews gehen weiter. Warface Waffenreviews und Spielmodi-Erklärung. Dann Dragon's Profit habt ihr gesehen, kam letzte Woche nicht. Aber nein, ich habe nicht aufgehört, sondern ich denke mal, ich werde einen MMO-Freitag draus machen. Dass freitags immer irgendwas rund um MMOs kommt. Entweder Dragon's Profit oder was anderes wie letzte Woche Neverwinter. Und da habe ich was richtig Cooles für euch dabei in den nächsten Tagen. Nämlich Blade and Soul. Einige von euch mögen schon darüber was gelesen und gehört haben. Das Spiel ist ja ungefähr seit 2 Jahren angekündigt. In Europa immer noch nicht einsehbar, wann es letztendlich jetzt kommen wird. Aber ich konnte es mir anschauen. Nämlich in Korea. Also ich war nicht in Korea, sondern es gibt in Korea gerade, oder ist es China, irgendwo da im asiatischen Raum jedenfalls, gibt es gerade eine Open Beta. Und natürlich habe ich mir keine Kosten, Mühen und Nerven gescheut, um euch das auch dort zeigen zu können mit einem unglaublichen Ping von 400, aber das ist es wirklich wert. Also da habe ich 2-3 Videos vorbereitet, beziehungsweise 2-3 Gameplays schon aufgenommen und werde da in diesem Monat wahrscheinlich das eine oder andere Video darüber machen, denn ich freue mich sehr auf dieses Game, das sieht schon verdammt geil aus. Dann habe ich noch das ein oder andere Game, was ich mir zurzeit sogar in der Closed Alpha anschauen darf und bei dem einen ist ein NDA drauf, normalerweise würde ich euch das daher nicht zeigen, aber dieses Spiel, da werde ich eine Ausnahme machen. Warum? Werdet ihr dann in dem Game sehen. Freut euch darauf. Ich sag nur Ego-Shooter mit ein bisschen
Furchtfaktor. Und sagt das mal jetzt mal auf Englisch für euch, dann wisst ihr, welches Game es ist. Dann gucke ich mir auch gerade Nosgoth an. Ein sehr, sehr geiles Ding. Ist noch in der Closed Alpha auch. Das werde ich aber nicht zeigen, denn da ist eine NDA drauf und da habe ich auch keine Lust, dass das Video gesperrt wird. Bei dem anderen Spiel ist es mir relativ egal. Warum? Werdet ihr in dem Spiel letztendlich sehen. Und ich werde mir irgendwas Besonderes natürlich zu Weihnachten einfallen lassen. Also ihr seht einiges bei mir auf dem Kanal los, einiges, was ich euch noch zeigen möchte. Ich freue mich darauf, wenn ihr da Bock drauf habt. Freue mich natürlich wie immer auf die Kommentare. Schreibt gerne unterhalb dieses Videos, was wollt ihr sehen? Worauf freut ihr euch? Was kann ich euch noch zeigen? Womit kann ich euch den Dezember noch ein wenig versüßen? So Leute, das soll es jetzt aber gewesen sein von mir mit diesem Video rund um Dezember, Abonnenten und hey, ich habe euch lieb. Nein, ich freue mich riesig über jeden einzelnen von euch, freue mich auch sehr, wenn es mit diesen 1400 Abonnenten doch irgendwie echt ist und ihr mich alle sehen wollt. Ja, was kann man mehr wollen? Ich freue mich wie gehabt über jeden einzelnen von euch und hoffe auch demnächst wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben, um ein bisschen mehr mit euch zusammen zu machen, damit wir wieder mal einfach zusammen zocken oder ähnliches. Da auch nochmal hier kurz die Erinnerung, wenn ihr mit mir zocken wollt, mache ich immer wieder gerne. Ich habe es auch schon in ein paar anderen Videos gesagt. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist einfach, ich poste es bei Google Plus, wenn ich irgendwo in einem Game gerade am Zocken bin und nicht am Aufnehmen für ein Review oder so. Und wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Google Plus, followt mir nach und spielt dann mit mir. Ich nehme zurzeit eigentlich jede Einladung an in den Games, denn solange meine Friendslist nicht voll ist, brauche ich ja auch nicht auswählen, oder? Also Leute, das soll es gewesen sein von mir und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao, ich bin dann mal raus.